BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Goldene Zukunft braucht Vergangenheit. Wir befinden uns in der Traditionswoche bei Borussia Dortmund. Damit ein herzliches Willkommen bei BVB Total. Und ja, meine Gäste am heutigen Tag sind hier reingelaufen. Die Fans von Borussia Dortmund rasten förmlich aus zu Recht. Und alle, die auf unserer Internetseite vorbeigeschaut haben, haben sicherlich festgestellt, es fehlt im Moment noch jemand. Oder besser, es fehlt jemand. Michael Zorc. Der hat wirklich im Moment viel um die Ohren. Trotzdem, wir können heute einen tollen Transfer bestätigen. Dembele, du hast ihn sicherlich auch schon öfter mal gesehen. Ja, aber ich kann nicht Französisch, deshalb also, kannst du ihn wahrscheinlich besser aussprechen als ich. Auf jeden Fall ist er bei uns das sicherlich mit größtem Talent im europäischen Fußball. Da freuen wir uns drüber und möchten gleichzeitig Michael Zorc entschuldigen. Ja, seit fast 30 Jahren ist der Mann links neben mir bei Borussia Dortmund. Er hat nach eigenen Aussagen fast immer seinen Kasten sauber gehalten. Jetzt sorgt er dafür, dass wir keinen Gegentreffer mehr bekommen. Er ist unser Torwarttrainer und wir begrüßen ganz herzlich Wolfgang Teddy. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich habe mal Wolfgang vorher gesagt, weil die meisten wissen ja gar nicht, dass er Wolfgang heißt. Es gibt viele Leute, die wissen gar nicht, dass ich einen normalen Vornamen habe. Ja, ganz genau. Ja, und den Mann braucht man nicht vorzustellen. Er ist seit dem 14. Lebensjahr bei Borussia Dortmund und ist jetzt als Nachwuchskoordinator zuständig dafür, dass wir wieder deutsche Meisterschaften im Fußball, im Jugendfußball einfahren. Ich hoffe sogar in diesem Jahr. Ganz herzlich willkommen, Lars Rieken! Ja, wir wollen uns ja heute über die Saison 1995-96 unterhalten und in dieser Saison gab es einige Neuerungen, zum Beispiel die Drei-Punkte-Regel oder dass die Spieler immer die gleiche Nummer auf dem Rücken haben, die 18. Beim Lars, hast du die eigentlich vom ersten Tag an gehabt? Ja, also wir hatten damals einen Zettel gekriegt, wo wir unsere Lieblingsnummer eintragen konnten. Also wir hatten vier Möglichkeiten. Meine erste war die Nummer 1. Wäre ich wahrscheinlich der erste Feldspieler gewesen. Meine zweite Wahl war die Nummer 6, die hatte leider Matthias Sammer. Dann die Nummer 10, die hatte Andreas Möller. Ja, und dann habe ich die 18 genommen. Und jetzt kann ich auch verraten, warum. Weil Borussia Dortmund von 18 Mitgliedern gegründet wurde. Und aus diesem Grund habe ich die Rücknummer 18. Oh. Ist ja schön, für die Erklärung hast du ja auch quasi 35 Jahre Zeit gehabt. Also es gab viele Veränderungen, aber eins ist geblieben in dem Jahr, nämlich der deutsche Meister. Der war genau der gleiche wie der im Vorjahr. 11. Mai 1996, der 33. Spieltag. Der Titelgewinn in München wurde mit einem Remis gegen die Löwen klargemacht. Eine besondere Meisterschaft, die zweite in Folge. Die Mannschaft um Trainer Ottmar Hitzfeld hat gezeigt, dass der Titelgewinn im Vorjahr kein Zufallsprodukt war. Dass der BVB die Meisterschaft in der Heimat des Rivalen im Münchner Olympiastadion klarmachen konnte, war eine kleine, aber feine Randnotiz. Gefeiert wurde übrigens auch in der Kabine von Bayern München. Einige Tage später, nach dem letzten Meisterschaftsspiel, gab es dann wieder eine richtig große Feier in Dortmund,
die alle Anwesenden sicher nie vergessen werden. Ja, wir haben es gerade im Beitrag gehört, in München die Deutsche Meisterschaft klargemacht. War das für euch auch etwas Besonderes? Frage an beide, Teddy zuerst. Ja, ist ja klar, wir haben es ja gerade schon gehört, dass das im Stadion des direkten Konkurrenten gewesen ist. Das war natürlich sehr schön für uns und ich glaube, dass die Münchner es da nicht gefreut hat, dass wir da die Meisterschaft klargemacht haben. Uns aber. Ja, uns hat das noch sehr, sehr gefreut, aber es war schon gut, dass es dann frühzeitig schon geklappt hat. Also während meiner Karriere, ja, auch knapp 15 Jahre jetzt dann für Borussia, für die Profis gespielt, habe ich es tatsächlich geschafft, nicht einmal in München zu gewinnen, habe aber auf der anderen Seite im Münchner Olympiastadion meine größten Erfolge gefeiert. Ja, nämlich 1996 mit der Deutschen Meisterschaft und 1997 mit dem Champions League. Also irgendwo hat uns das Stadion dann doch gelegen. Ja, und zweimal da in der Münchner Kabine zu feiern, das hatte natürlich schon sein Job, ne? besonderes Geschmäckle. Aber wir haben sie ordentlich verlassen, die Kabine. Oh, das hätte ich jetzt nicht nachgefragt. So einfach war die Titelverteidigung ja nicht. Ihr seid in die Saison als Meister gegangen und konnte zu Recht den Schwung aus der Vorsaison nicht mitnehmen. Wie hast du den Saisonstart noch in Erinnerung? Rudimentär, inzwischen auch schon Rudi Völler, 20 Jahre her. Ich kann mich dann erinnern, aufgrund dieser 3-Punkte-Regelung und die ersten 3 Spiele nicht gewonnen, waren wir direkt irgendwie nach 3 Spieltagen 13. Ja, das war natürlich nicht schön. Wir sind ja auch nicht geräuschlos in die Liga gestartet. Ich glaube, Heiko Herrlich, das war in dem Jahr, wo Heiko Herrlich dann zu uns gekommen ist. Da gab es ja auch noch ein bisschen Theater mit den Gladbachern. Wir hatten ganz viel Verletzungspech. Auch Stefan Chapuisat ist, glaube ich, erst spät in der Saison dann wieder zurückgekommen. Also das war keine glorreiche Meisterschaft, glaube ich, sondern hat auch damit zu tun, dass die anderen Mannschaften auch sehr, sehr stark geschwächelt haben. Die Bayern waren nach 3 Spieltagen 7 Punkte weg auf Platz 1. Teddy, jetzt sag du mal was. Ja, aber wir haben halt weitergemacht. Bestandteil der Mannschaft. Ja, wir haben ja weitergemacht. Wir waren ja im Grunde genommen in der Vorsaison Meister geworden und haben im Grunde genommen auch die Möglichkeit gesehen, trotzdem weiterzumachen. Also wir waren bis 2 Tage vor dem Saisonstart gefeiert, oder was? Ja, nicht ganz so lange. Aber es ist ja so, dass wir eine erfahrene Mannschaft hatten, die eigentlich auch damit zurückschlägen, zurechtkommen konnte auch und deswegen haben wir uns da auch gar nicht nervös machen lassen. Es war zwar zwischendurch dann so ein bisschen unruhig innerhalb der Mannschaft, weil wir so Trainingslager hatten in Brasilien, wo wir dann 17 Tage rumgelaufen sind, wo es sehr warm war, wo auch dann wir keine vernünftigen Plätze hatten zum Trainieren. Und da denkt jeder, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja? Trainingslager schön, ab ins Flugzeug, ab nach Brasilien, 2-3 Stunden später bist du da, Sonne, Copacabana, nackte Frauen, alles läuft. Aber es war völlig anders im Wintertrainingslager, da kamen wir da an Brasilien, erstmal war es richtig heiß und wir hatten gehört, wir fahren dahin, 5 Sterne, alles Marmor soll gewesen sein, aber das Erste, was wir vom Hotel gesehen haben, oben waren Hilton und da klappten schon 3 Buchstaben in der Leuchtschrift nicht und so. Das hat sich dann in dem Hotel dann auch so weiter fortgesetzt, also die Qualität dieses Schuppens war echt wirklich sehr schlecht und wir hatten dann auch direkt vor unserem, ja an unserem Hotel war der Strand und dort wurden dann auch dann direkt die Abwässer ins Meer geleitet, also das mit dem Schwimmen ging da auch nicht. Ja, dann ist doch schön warm. Wir sind ewig lang zum Training gefahren mit dem Bus, dann bergauf, bergunter und dann haben wir morgens die Trainingseinheiten so gelegt, dass wir vielleicht dann etwas früher trainieren konnten und auf diesem Trainingsplatz war durch die Tribüne ein Streifen von gefühlten 15 Metern, wo man sich im Schatten dann doch warm laufen konnte, alles andere wäre dann doch zu heiß gewesen. Also es war eine Herausforderung, dieses Trainingslager. Ernährung war auch, ja, ambitioniert, würde ich sagen. Fleisch, wir sind satt geworden, wollen wir mal so sagen. Aber es war eine Herausforderung, die 17 Tage Brasilien. Dann sind wir in Brasilien noch hin und her geflogen. 5 Stunden hin, 5 Stunden zurück. Haben in irgendwelchen Hotelhallen dann auch in der Lobby gegessen und es war nett.
Ja, nach der Vorbereitung, ich habe euch das gerade schon gesagt, ich war der einzige Spieler nach der Vorbereitung, der fit war. Aus dem Grund, weil ich nicht mitgeflogen bin. Ja, ich war damals noch Schüler und konnte natürlich nicht 17 Tage aus der Schule raus und habe mich mehr oder weniger selber fit gehalten, beziehungsweise habe ab und zu bei unserer zweiten Mannschaft mittrainiert. Die kamen wieder, waren alle völlig geschlaucht und genervt und ich stand da so jetzt. Kann's losgehen. 19 Tage Brasilien und nichts hat's gebracht. Wir waren aber noch bei der Saison, beim Saisonstart, 3 Spiele nicht gewonnen, Lars. Schreibt man dann so gedanklich im Kopf die Titelverteidigung schon ab oder was geht da in einem vor? Nein, also die Saison stand ja auch unter dem Motto, wir wollen das bestätigen. Wir wollen bestätigen, dass die Meisterschaft 1995 kein Zufall war. Ja, da hat man natürlich auch wirklich... mit Reuter, mit Zorc, mit Sammer, Julio Cesar, Jürgen Kohler auch dann gekommen. Da hatten wir natürlich auch tolle Spieler und die wollten sich jetzt mit einem Titel auch nicht zufrieden geben. Deshalb war klares Motto Titelverteidigung. Und nach dem dritten Spiel haben wir dann das vierte gewonnen und gegen Gladbach zu Hause. Ich habe übrigens das 2-1 gemacht, um es nochmal nebenbei zu erwähnen. Das haben wir aus 17 verschiedenen Kamerapositionen, weil unser Gast heute zu... aber da haben wir dann auch, ich glaube, bis zur Winterpause kein Spiel mehr verloren und standen, haben dann wirklich auch einen Lauf gehabt und haben uns dann ja auch relativ schnell auch von den anderen Mannschaften absetzen können. Die Bayern waren immer noch dran, aber ich glaube, wir hatten relativ schnell einen großen Abstand dann auch zum dritten Platz. Trotzdem, Teddy, zweifelt man dann, wenn man am dritten Spieltag so in Anführungsstrichen schlecht steht? An vielem ist vieles falsch, was vorher richtig war? Nein, eigentlich nicht. Ich habe ja gerade schon erwähnt, auch, dass wir eine erfahrene Mannschaft hatten und Hitzfeld auch in den Jahren zuvor auch schon bewiesen hat, dass er ein Trainer ist, der mit Schwierigkeiten umgehen konnte und hat uns dann auch wirklich gut geführt. Er hat uns immer wieder angesprochen auch und hat und immer wieder die Richtung vorgegeben. Auch insofern war das auch gar kein Problem, dass wir da mal ein bisschen gestrauchelt sind. Und wie Lars schon gesagt hat, wir konnten es ja bis zum Winter dann wieder in den Griff bekommen. Du sagtest es, Gladbach, dein Tor, die Wende. Ja. Du warst der Dosenöffner quasi für ich wollte es die nicht selber, Meisterschaft. Ich wollte es nicht selber sagen, danke. Und du hast mir das heute Morgen noch an. Wir wussten und wissen natürlich schon, was wir an dir haben. Das dann gewonnen, gab es da einen Ruck durch die Mannschaft oder war das so, war dir dann wieder im normalen Takt? Das war schon auch weiterhin nicht einfach. Also ich kann mich da an ein Spiel erinnern gegen Eintracht Frankfurt, das haben wir 4-3 gewonnen. Ich habe übrigens das vierte Tor gemacht. Jetzt haben wir bald alle. Ich habe in der Saison 6 Tore gemacht, gleich habe ich sie alle durch. 26 also, Spiele, ja. 6 Tore. Also es war, wir zeigen gleich alle Tore gleich nochmal in Slow-Mo. Da haben wir 4-3 gewonnen, lagen 3-mal hinten. Also es war schon immer ein Kraftakt. Da weiß ich noch, in der Halbzeit in der Kabine gesessen. Da wurde dann nur Italienisch geredet, weil Giulio irgendwas nicht gepasst hatte. Ja. Und dann unser Trainer konnte Italienisch, Stefan Reuter, Matthias Sammer, eine Viertelstunde nur auf Italienisch geflucht und geschimpft. Aber am Ende haben wir es dann doch gewonnen. Also das war schon schon ein Kraftakt. Also es war nicht irgendwie ein Lauf, auch alles funktioniert, sondern auch das war keine einfache Zeit. Zum ersten Mal 3 Punkte, das war natürlich für die Aufholjagd ganz gut. Ja, das stimmt. Da gab es nämlich dann für den Sieg 3 Punkte und für den Unentschieden nur 1, aber das war überhaupt kein Problem für uns. Das haben wir in den Griff gekriegt nachher. Ja, und zur Winterpause stand unser BVB wie anders. Nicht zu erwarten, auf Platz 1. Klar. Herbstmeister, 2 Punkte vor den Bayern. Und der BVB-Erfolgszug, der fuhr weiter, immer weiter, bis 2 Spieltage vor Schluss, 3 Punkte Vorsprung vor den Bayern. Die mussten bei den Blauen andrehen und wir hatten ein Auswärtsspiel bei 1860 München im Olympiastadion. Teddy, eigentlich eine klare Sache.
vom Papier her damals? Ja, normalerweise ja, aber es ist natürlich auch kein einfaches Spiel gewesen bei uns 1860 und wir mussten, wir konnten das aber an dem Tag, an dem Wochenende klar machen und von daher gesehen haben wir da schon die Arme hochreißen können und haben natürlich dann schön, wie es war, war das Stadion eigentlich schon fertig? Nein, das Stadion war noch gar nicht fertig. Wir haben unser Stadion zu Hause war 96 noch gar nicht fertig. Wir haben das noch auf der Baustelle 96 ja. überreicht bekommen. Richtig, genau. Da sind wir doch noch hoch auf die zweite Ebene. Ach, richtig, genau. Ja, genau. Wir sind noch auf die Baustelle, weil und haben dann die Schale da hochgehalten letztendlich. Das war ja alles noch im Umbau, die ganze Geschichte hier, ne? Das war, werde ich auch nicht vergessen. Aber trotzdem nur Remis bei den Bayern und dann gab es ja noch die, bei 60, Entschuldigung, dann gab es aber noch die Minuten des Zitterns, ne? Weil ja. In Gelsenheimchen war das Spiel noch nicht zu Ende. Ja, ja, wir haben ja gegen 1860 dann 2-2 gespielt. Ich habe übrigens kein Tor gemacht. aber Olaf Bonn damals für 1860 zwei herausragende Tore gemacht. Aber sogar 95 haben uns die Blauen ja mit einem Sieg gegen Bremen sogar zur Meisterschaft verholfen. 96 dann mit einem Sieg gegen Bayern. Also die haben uns praktisch zweimal zur deutschen Meisterschaft auch mitgeschossen. Also ich will nicht von Dankbarkeit sprechen, aber schlecht war es auch nicht. Nee. Hat uns durchaus geholfen, ja. Ja. Es war sicherlich eine ungewöhnliche Saison. Teddy, mies gestartet, glorreich beendet und dann gab es hier... Ja. Guck mal, ich habe nur eine Frage, was hatte das mit der Glatze auf sich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du siehst ein bisschen aus wie der Schiedsrichter aus Italien. Ja, auch schönen Ohrring noch. Ja, was hat das auf sich? Ich habe gesagt, wenn wir Deutscher Meister werden, dann lasse ich mir eine Glatze rasieren. Zwei Tage vorher hatte ich allerdings noch Irokesenschnitt. Da wollte ich dann besonders lustig sein. Da bin ich echt noch mit dem Irokesenschnitt im Training. Da hat mir aber Michael Zorc und Matthias Hammer dermaßen ihre Meinung gesagt, was sie davon halten, dass ich dann doch nach Hause gefahren bin und habe mir den Irokesen dann auch noch abgeschnitten. Ja, also wir haben dann im Grunde wenn ich das heute machen würde, dann würden die nicht mehr nachwachsen. Deshalb kann ich das damals das mal leiden. Und du hast ja damals die Beine so ein bisschen anders machen lassen. Nein, die Beine sind im Laufe der Jahre immer krummer geworden. Aber du hast ja gesagt, die Saison war so ein bisschen durchwachsen. Wir sind schlecht reingekommen. Wintertrainingslager hatten wir vorhin auch schon kurz gesprochen. Aber was war noch offensichtlich wichtig? Der zweite von links, das ist unangenehm war. Oh ja. Leicht breit. Ja, doch. Was auch noch unangenehm war. Jürgen Kohler sehe ich gerade, weiß auch nicht, ob er da auf dem Park. Ach, da war Toni Schumacher. Der ist im letzten Spiel noch, was war das, gegen Freiburg? Gegen Freiburg muss gewesen sein. 88. Minute, der ist mit 42 nochmal deutscher Meister geworden. Ja, hat auch noch einen Spielanteil gehabt, richtig, genau, letzte 5 Minuten. Und was auch keiner mehr so richtig weiß, glaube ich, im letzten oder im fünftletzten Spiel haben wir ja in Karlsruhe gespielt, muss das gewesen sein, richtig? Und dann haben wir noch richtig an der Klatsche mitbekommen. 5-0 haben wir da verloren und irgendwie sah das zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich gar nicht so aus, dass wir deutscher Meister werden. Und da haben wir am nächsten Tag dann Besprechungen gemacht auch und die ganze Sache nochmal versucht, in die richtige Richtung zu bringen und haben dann letztendlich doch, Gott sei Dank, noch den Kahn in die richtige Richtung gefahren. Wir haben gerade so wunderbare Bilder auf dem Wagen gesehen. Ja. Vielleicht mal, ich nehme ja an, dass unsere jetzige Mannschaft komplett zuschaut. Vielleicht, Lars, kannst du mal beschreiben, wie das ist, auf dem Wagen zu stehen und durch Dortmund zu fahren. Nur mal so. Motivation. Du weißt schon, dass die jetzige Mannschaft aber auch da schon ein paar Mal drauf gestanden hat? Das sind aber ein paar bei, die waren da so, noch nicht drauf. Und denen sollten wir das mal erklären. Also, okay. Also es ist, unglaublich, also wir sind ja dann auch mit dem Trakt durch Dortmund, dann gab es so, also das werde ich nie vergessen, dieses Menschenmeer am, was ist das, Hohe Straße, Ecke Wall, ich glaube, da haben dann so am meisten Menschen hingepasst, als wir dort eingebogen sind und du siehst wirklich nur Menschen im schwarz-gelben Trikot, weiß nicht, auch alle Kulturen, also Türken, Brasilianer, Asiaten haben sich, also ich meine, das ist ja auch eine Sache, die Dortmund einfach auszeichnet haben uns zugejubelt. Also das sind dann eben die Momente, wo man weiß, was man den Fans von Borussia Dortmund einfach zurückgeben kann. Ja? Und mit welcher Freude und Leidenschaft und wie wir so schön sagen, echte Liebe, da einfach zurückkommt. Und das sind Bilder, auch wenn ich sie jetzt noch sehe, kriege ich wirklich eine Gänsehaut. Ja.
Ja, was, mit was einer, für einer Liebe die Leute im Grunde dann auch die Straßen geschmückt haben. Es wurden Plakate selber gebastelt, die Fenster wurden geschmückt, Laternenmaste wurden mit schwarz-gelben Banner umwunden. Und also das ist so, die Leute haben sich dann auch noch so viel Arbeit gemacht und halten dann am Wegrand stehend die Plakate hoch, dass sie so dankbar sind auch. Und das sind auch Momente, wo man sagt, es hat sich auch für die Leute und für die Region gelohnt, dass wir im Grunde genommen hier eigentlich da diesen Sieg mit nach Dortmund gebracht haben. Aber das ist schon was Besonderes, wenn man auf dem Wagen steht, oder? Diese Bilder kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Nein, wir haben das ja Gott sei Dank schon sehr häufig miterleben dürfen, aber ich möchte das immer wieder erleben. Teddy, ich habe noch eine Frage, die ist mir ein bisschen unangenehm. Ich werde es aber trotzdem stellen. Was ist das für ein Trikot da? Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber wenn du sagst, das ist aus der Saison 95, 96 gewesen. Ich glaube, der Designer hat während des Designs einen Herzinfarkt bekommen. Das ist schon ein gewagtes Muster. Oder hast du bei, vielleicht bei dem Design mitgewirkt? Nein, da hatte ich keinen Einfluss drauf. Ich sollte mal von Ulsport mal so eine etwas poppigere Serie gestartet werden. Ja, ist gelungen. Und ich bin dann als Objekt ausgesucht worden, den man so über den Körper gestülpt hat. Ich fand, das sah ganz gut an mir aus. Ich glaube, dass ich heute nicht mehr reinpasse. Pass mal da oben dran, da machst du normalerweise zu Hause Gläser mit sauber. Ja, das ist so, ja, das sollte rutschfest sein. Das ist ein spezielles Material, das ist etwas glatter hier, die ganze ja, Geschichte. Aber das ist, aber das ist genau. Für die Bälle, die dann man... Da sind eine ganze Menge Polyester für gestorben. Ja, dass man, die man vor der Brust halt fängt, dass man da eine noch größere Fangsicherheit hat. Die hattest du ja zweifelsohne, ne? Ja. Ja, ihr zwei seid ja auch schon ewig dabei, um mal vielleicht so ein bisschen die Wende zum jetzigen Fußball, zur diesjährigen Saison zu bekommen. Was hat sich denn hauptsächlich geändert in den letzten 20 Jahren im Fußball, Lars? Alles. Also ich meine, es ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass ich aufgehört habe, vor knapp 8 Jahren. Aber wenn ich die Jungs da jetzt spielen sehe, frag ich mich, was ich da damals für eine Sportart betrieben habe. Was soll ich denn sagen? Also mit was für einer Intensität, fast Fanatismus, sie wirklich alle 3 Tage da wirklich Topleistungen bringen auf ein extrem hohen körperlichen Niveau. Also das ist schon echt bemerkenswert. Also da haben die Jungs echt meine absolute Hochachtung. Aber das Ganze drumherum hat sich natürlich auch komplett geändert. Ich weiß nicht, ob man nur das Trainingsgelände in Brake kennt. Und das, wo wir früher trainiert haben, wir haben noch hinterm Stadion im Schwimmbad da im Südbad trainiert, im Winter im Luftbad. Da mussten wir die Nackten wegschießen, ja, da war noch genau. Ein Nacktbad. Ja, ja, da haben war noch ein Nacktbad. Da haben wir dann abgesteckt und dann haben wir da... trainiert. Wir hatten eigentlich keinen Kraftraum, wir hatten sowas wie Athletiktrainer, so hatten wir nicht. Heute haben wir fast einen Stab, will ich sagen, aus, weiß ich nicht, drei, vier Leuten. Damals hat das der Michael Henke dann so ein bisschen noch nebenbei gemacht. Also obwohl Torhüter haben immer schon Krafttraining gemacht, auch zur damaligen Zeit. Die Feldspieler, die haben immer gedacht, die würden durch Krafttraining langsamer werden. Ah, ja, aber wir hatten halt alle nicht wir hatten ja auch überhaupt keine Anleitung. Ne? Wir wurden halt ganz anders trainiert. Ne? Und deshalb ist das Spiel einfach brutal schnell geworden. Ich meine, auch ein Manni Bender, der verletzt sich ja relativ oft, aber es ist eben so, es ist ein Unterschied, ob ich mit 20 gegen eine Wand fahre oder mit 50. Ja, weil das Tempo einfach viel, viel schneller geworden ist. Und natürlich zum Anschauen oder prinzipiell eine tolle Entwicklung. Ich kann mir vorstellen, Teddy, Torwarttraining hat der Co-Trainer gemacht, der noch schießen konnte. Als ich hier angefangen habe, da hat der Lothar Huber noch das Torwarttraining geleitet, er war Co-Trainer. Und aber einen festen Torwarttrainer gab es nicht, das ging dann mit Volker Diergard erst damals los. Und dann kam nachher Toni Schumacher auch, der das gemacht hat, zwischenzeitlich Michael Stahl, der dann mit Jens Lehmann und mir gearbeitet hat. Und dann habe ich die ganze Sache ja übernommen. Und Lars hat recht, also die Athletik ist wesentlich alles schneller geworden, auch das Spiel.
Und dafür musst du auch eine bessere Vorbereitung haben. Du musst besser vorbereitet werden auf dieses Tempo, was im Spiel heute dann auch stattfindet. Das findet aber jetzt mittlerweile auch schon im Nachwuchs statt. Das hat der Lars da ja auch mit einstielen können, auch die ganze Sache, weil wenn sie zu unseren Profis kommen und dann dieses Tempo in der Jugend noch nicht gewohnt sind und diese körperliche Vorbereitung nicht haben, ist der Sprung für sie zu groß. Deswegen müssen wir da sehr früh in der Jugend schon anfangen, auch mit den Jungs so zu arbeiten, um die auf dieses sportliche Niveau zu bringen, was im Grunde bei uns schon gefordert wird. Und was sich alles verändert hat, hat der Lars recht. Also ich habe angefangen, da war ein Trainer da, ein Co-Trainer, ein Masseur und ab und zu kam mal ein Arzt vorbei. Wenn ich jetzt unseren Staff sehe, wir haben jetzt extra einen Staff-Manager, weil wir im Grunde untereinander koordiniert werden müssen, weil wir so viele Leute haben, die sich um die Mannschaft kümmern. Es geht los bei zwei Zeugwarten, wir haben den Busfahrer, wir haben... Teddy, wir haben ja eine begrenzte Sendezeit. Vier. Ich möchte den Leuten einfach nur nahe bringen, wie es sich wirklich extrem verändert hat. Ne? Wie wir dann im Grunde genommen auch einen Staff haben von 18 Leuten, die die Mannschaft betreuen, über Teammanager, über Osteopathen, Physiotherapeuten und dann Fitnesscoaches drei, die dann wirklich eigentlich genau so eine Mannschaft abbilden mit 16, 17, 18 Leuten. Die müssen dann aber auch dann zusammenarbeiten und das ist der äußere Rahmen ist da viel mehr geworden. Man kann die Mannschaft natürlich viel besser betreuen dann auch. Weil ich darf jetzt wieder was sagen, ja. Schön, danke, Teddy. Wir hatten auch einen Masseur, weißt noch, Gerald Teng. Und meinem Knie ging es ja nicht so gut. Und dann einen Morgen kam er zu mir und sagte, heute machen wir mal was ganz anderes. Ich hatte jetzt auch fast alles. Ne? Heute machen wir was ganz anderes. Was machen wir denn? Sagt er, heute machen wir nichts. Aber... Kleiner Scherz zwischendurch, was Teddy so den ganzen Tag so macht und wie er sich mit den Torhütern beschäftigt, das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. BVB-Urgestein Teddy de Beer bei der Arbeit. Und wenn man zwei Top-Torhüter in seinen Reihen hat, macht das Training gleich doppelt Spaß. Roman Weidenfeller und Roman Dürki werden von Teddy täglich ordentlich gefordert. Das Ganze wird in Abstimmung mit dem restlichen Trainerteam ständig verbessert und optimiert. Und wer durch Teddys Hände geht, kann auch Weltmeister werden. Siehe Roman Weidenfeller. Wolfgang Teddy de Beer, Fußball ist sein Leben und das seit fast 30 Jahren in Schwarz-Gelb. Teddy, was ich mich wirklich schon seit geraumer Zeit frage, lässt du dir diese ganzen Übungen selbst einfallen? Kommen die in deinem Kopf irgendwie zustande oder gibt es da Bücher, wo man die nachlesen kann? Weil da sind Übungen bei, da denke ich auch manchmal, was machen die denn da? Ja, man kann sowas in den Büchern nachlesen, aber es ist so, dass manche Sachen nicht mehr oder die meisten Sachen nicht mehr selber einfallen lasse. Aber es geht gar nicht so sehr um die Übungen, sondern es geht eigentlich um das Ziel, was ich damit eigentlich verfolge. Es geht darum, dass ich die Torhüter, die ich habe, dass ich die erstmal analysiere, gucke, welche Schwachstellen da sind, wo ich jetzt angreifen muss. Ist es im 1 gegen 1, ist die Fangsicherheit, ist es Fußballspielen, Flanken, Fausten. Da gibt es ein so weites Feld, wo ich sage, das muss alles erarbeitet werden. Und um diese Techniken dann einzuschleifen, um auch Spielsituationen erkennen zu können, das sind alles so Trainingsmethoden, die ich mir dann einfallen lasse auch und sage, was ist das Ziel, was will ich heute erarbeiten mit dem Jungen? Wenn er mit der linken Faust nicht fausten kann, dann ist das eine Sache, die muss ich ständig üben. Das ist zum Einschleifen da und so werden die technischen Sachen immer wiederholt, um da eine große Sicherheit herzustellen. Und wir besprechen Spielszenen. Das ist mittlerweile ist es da viel besser geworden auch, weil wir haben heute so große, gute Videoportale, wo man dann auch den Jungs so Spielszenen einzeln zusammengeschnitten zeigen kann, wo sie sich taktisch dann entsprechend nicht gut verhalten haben oder was dann beim nächsten Spiel besser machen müssten, wo der Abwurf ist, wo der freie Mann ist, dass man den Ball wieder schneller ins Spiel bringt. Also das ist sehr weit gefächert, das Feld, wo man über Videosachen taktische Sachen machen kann und halt die technische Arbeit auf dem Spielfeld. Und du hast dieses Jahr zwei hervorragende Torhüter. Ja, das hatten wir die letzten Jahre immer. Und da müssen wir auch für sorgen, weil ich glaube, Borussia Dortmund ist kein Pflaster. Da kann man nicht, die Leute können hier nicht damit umgehen, wenn man keinen guten Torwart im Tor hat, weil sie es über Jahrzehnte eigentlich gewohnt sind, dass immer gute Torhüter hier waren. Ja.
Ja, das ist der Vorteil, wenn man Gäste einlädt, die nur Tore schießen und nie einen reingekriegt haben. Übrigens, das ist das neue Trikot, falls ihr noch nicht gesehen habt, für nächste Saison. Wie gefällt es euch? Ab Samstag 0 Uhr gibt es das in der Fanwelt übrigens zu kaufen. Also mit anderen Worten, ihr könnt hier bleiben. Lasse, wie findest du es? Ja, schwarz-gelb ist schon mal gut. Ja, da gehen wir ja nicht mehr von weg. Nein, schönes Trikot. Gut, das, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Frauentrikot ist. Die, aber ich glaube, die Puppe hat viel Training gemacht. Ja. Ja, vielleicht ist er auch eine Frau-Designerin. Ich meine, bei dem Trikot kann man sie auch denken. Nee, aber ich denke, schöne gelbe Wobei Farben. Wobei, es ist schon sehr schwer. Ich finde das total schwer, jedes Jahr ein neues Trikot zu machen. Und es muss ja immer Grundfarbe gelb sein und schwarz dabei. Also, ich finde es schwer. Teddy, wie wird das Torwart-Trikot? Du hast es schon gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen. Aha, das wird auch schwer. Hier gibt es Informationen. Ja. Ey, das ist... Nein, ich habe es wirklich noch nicht gesehen, aber ich... nicht, dass du dich wunderst, im Endspiel tragen wir das neue Trikot und auch das neue Torwart-Trikot. Auch schon, ja, dann sehe ich es auch, dann ist es auch früh genug. Ja, genau. Lars, die Bundesliga-Saison ist so gut wie vorbei. Fazit von deiner Seite. Eine tolle Saison. Also was ich nie mehr hören kann, beste Zweite aller Zeiten, das hört sich so ein bisschen an wie Meister der Herzen. Ja, da habe ich keinen Bock mehr drauf, aber man muss einfach sagen, wirklich Meisterschaft, wirklich auch nach Jürgen Klopps Weggang, wie Thomas Tuchel das mit seinem Team, da vielleicht die Mannschaft sogar noch auf ein höheres Niveau gehievt hat, also wirklich extrem bemerkenswert. Natürlich in der Europa League gegen Liverpool ausgeschieden, sehr tragisch, aber auch Niederlagen können in die Geschichte von Borussia Dortmund eingehen, nicht nur Erfolge oder Triumphe oder Pokale, sondern ich glaube, auch das ist ein Spiel, wo man sich noch in 20 Jahren daran erinnern wird und auch das ist, das wird aber auch zu unserer Vergangenheit gehören, da werden wir Kraft rausziehen und im DFB-Pokal-Endspiel einfach eine großartige Leistung. Ich glaube, 89, dann hatten wir eine ganz lange Durchstrecke. Die wurde beendet, nachdem ich meine Karriere beendet habe. Ich habe 15 Jahre gespielt und davon gefühlt 9 DFB-Pokalspiele, weil wir gerne mal gegen die Wolfsburg Amateure oder so ausgeschieden sind. Werder Bremen, Energie-Code. Was haben wir? Ja, aber 7 Euro eingeplant. Ja. Aber seitdem wirklich, weil es einfach auch, ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge 89 da mitgefiebert habe und 89 euch zugejubelt habe. Das ist meine Vergangenheit. Übrigens, in dem Spiel habe ich 2 Tore geschossen. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Kannst du sie noch mal pantomimisch nachspielen? Oder? Das macht mein Knie nicht mehr mit. Ja, also wir fiebern natürlich alle wieder drauf. Also für mich ist eigentlich das Schönste, vorm Spiel in die Stadt zu gehen da wirklich Berlin in schwarz-gelber Hand zu sehen. Wirklich immer wieder ein beeindruckendes Spielchen in Berlin, wenn da Zehntausende in schwarz und gelb rumlaufen. Teddy, du bist jetzt unser Stimmungsbarometer. Wie ist die Stimmung im Team? Die Stimmung ist gut und wir freuen uns alle auf dieses Endspiel. Jetzt machen wir noch am Wochenende, müssen wir gegen Köln spielen noch hier. Und ich finde, das ist noch ein würdiger Abschluss hier für die Saison. Das stimmt, ist ja auch noch. Ja, richtig, genau. Und das sollten wir auch nicht vergessen. Das ist noch ein gutes Spiel, was wir auch ernst nehmen sollten. Auch. Wir wollen uns auch dann aus der Saison jetzt mit einem Sieg verabschieden. Wir haben es letzte Woche in Frankfurt nicht geschafft, aber das gehört sich eigentlich so, denke ich mir, dass das letzte Spiel in der Saison, wenn es dann zu Hause ist, auch noch dann mit den Zuschauern zusammen so beendet wird, dass wir es erfolgreich gestalten. Und das kann ja vielleicht auch so ein bisschen auch so ein Einstimmen auf das nächste Wochenende sein oder darauf folgende. Und von daher gesehen wollen wir da auch nichts verschenken. Und die Jungs sind guten Mutes. Wir spielen ja gegen die Bayern. Trainiert ihr auch Elfmeter schon? Nein, Elfmeter. Oder hofft ihr wieder auf glitschigen Boden? Nein.
Elfmeter haben wir noch nicht trainiert, aber wir haben jetzt auch erst die Vorbereitung auf Köln. Wir haben ja nächste Woche noch Zeit, ein bisschen was zu machen, aber ich denke eher weniger, dass wir das wohl nicht trainieren werden. Heute hatte ich Marco und Opa bei mir im Feiertagsmagazin. Und habe ich Ober den Vorschlag gemacht, damit auch für ihn das Saisonende schön ist. 5 Tore gegen Köln und 3 gegen die Bayern. Da war er auch einverstanden mit. Und Marco hat gesagt, er wird auch alles dafür tun, dass das funktioniert. Das sind zweifache Tore. Ich glaube allerdings, ein Tor und das im Endspiel und ein Tor mehr als die Bayern würde allen uns reichen. Aber wir haben jetzt die Torlinientechnik, kann nichts mehr passieren. Ist sie jetzt da? Brauchen wir nicht mehr dieses, den Zickzackweg hier mit dem Kreidewagen? Nein, nein, brauche ich das, also, das ja. Chancen gegen Bayern? Ja, natürlich. Ich meine, das respektieren wir auch alles, dass die Bayern wirklich eine unglaublich starke Mannschaft haben, auch eine ordentliche Saison spielen. Die sind raus, glaube ich. Aus ja, Spiel. Aber trotzdem spielen sie ja. Also wir haben einfach eine tolle Mannschaft, aber das ist ein Spiel. Ja, und wir haben es ja auch schon oft genug bewiesen, wenn ich auch an 97 erinnern darf, waren wir auch nicht Favorit damals gegen Turin. Das ist ein Spiel und wir haben eine fantastische Mannschaft. Ja, und natürlich können wir da in einem Spiel jeden Gegner schlagen und natürlich auch die Bayern. Du bist Nachwuchskoordinator, beschäftigst dich mit den Jungen und deine Arbeit trägt Früchte. Pulisic und Paslak sind schon oben. In den nächsten Jahren kommen noch weitere großartige Talente. Wo siehst du die beiden jetzt, die zu den Profis aufgeschlossen haben? Ja, also erstmal ist wichtig, dass sie, glaube ich, in den Kader der Profis überhaupt gekommen sind. Das ist ja schon nicht so einfach bei Borussia Dortmund mit dem Anspruch, den wir haben. Ich meine, die Jungs sind 17. Wahrscheinlich wären sie auch schon vorher in den Kader gekommen. Paslak war ja schon vor fast 1,5 Jahren mit dem Trainingslager im Winter. Nur er war noch 16, wäre gar nicht für die Bundesliga spielberechtigt gewesen. Darf man da noch nicht? Nein, darf man nicht. Und sonst hätten er und auch vielleicht noch ein, zwei andere schon vorher auch Einsätze gehabt. Weil die Jungs müssen einfach an das Niveau herangeführt werden. Ja, wir können das versuchen, sag ich mal, im U19-Bereich zu imitieren, aber ist natürlich schon ein Unterschied, ob du dann eben mit Reus oder Aubameyang oder trainierst. Ja, und aber das haben die Jungs hervorragend gemacht und ist natürlich auch ein Geschenk, Thomas Tuchel als Trainer zu haben, der selber aus dem Nachwuchsbereich kommt, der ja auch schon mit Julian Weigel gezeigt hat, dass er junge Spieler entwickeln will. Und das Gute ist auch an Borussia Dortmund, die Jungs müssen nicht sofort so funktionieren und 30 Spiele in der Saison machen, sondern wir haben so einen guten Kader, dass die immer mal wieder eingebaut werden können, immer mehr Spielpraxis bekommen und sich dann da eben weiterentwickeln. Und wir wollen natürlich immer Entwicklung so schnell wie möglich, wir müssen ihnen aber auch so viel Zeit wie nötig geben, denn Paslak und Pulisic können nächstes Jahr auch noch in der U19 spielen, so jung sind die. Ja, aber wenn du Christian jetzt auf dem Platz siehst, das sieht schon sehr reif aus. Ja, Christian ist nicht nur ein fantastischer Spieler, sondern einfach auch total bodenständig. Ja, ich meine, wenn man jetzt auch Interviews mit ihm sieht, der ist seit ein bisschen länger als einem Jahr bei uns in der Nachwuchsabteilung, kann fast perfektes Deutsch sprechen als Amerikaner. Man merkt einfach, wie auch in relativ jungen Jahren, die schon wirklich fokussiert sind, diszipliniert, auch wenn es vielleicht ein bisschen schade ist, aber auch sehr erwachsen schon. Also die wissen schon, was sie machen müssen, um Profi zu werden. Also heutzutage, sage ich mal, Idioten, die sich nur auf ihr Talent verlassen, werden es nicht mehr schaffen. Teddy, mach du mir uns jetzt hier mal ein bisschen Mut, dass wir nächste Woche gewinnen. Los, sag mal, du bist jeden Tag bei den Jungs. Ja, ich habe... Hau einen raus. Ist nur live. Ich habe mit Roman Bürki schon gesprochen auch und habe dann zu ihm gesagt... Beim letzten Mal hast du es schon geschafft, die Jungs da vorne aufzuhalten. Jetzt brauchen wir noch einen, der ein Tor schießt. Und wenn das dann so kommt, dann haben wir 1-0 gewonnen. Ja, haben wir schon, ne? Elfer schießen. Brauche ich nicht nochmal drauf einzugehen. Nein, brauchst du nicht. Aber ich gucke es mir trotzdem öfter mal an. Ja.
Vor so einem Spiel Schadenfreude ist gefährlich. Habe ich nicht, das ist keine Schadenfreude. Ach so. Nein. Sieht trotzdem geil aus. Mit Ober und Robert Lewandowski treffen natürlich auch die zwei treffsichersten Stürmer der Bundesliga aufeinander. Heißt das gleichzeitig, dass viele Tore fallen? Nee. Wie viel war das letzte Spiel gegen die Bayern? Wie viel haben wir gespielt? 0-0, ja. 0-0, ja. Also ich glaube, damit wäre es bewiesen, dass das nicht unbedingt so sein muss. In der Regel, außer wenn wir 5-2 gewinnen im Pokalfinale, in der Regel fallen nicht so viele Tore in solchen Spielen, weil einfach natürlich auch die Abwehrreihen alle ganz hervorragend sind. Aber ja, letztendlich können wir uns auf ein geiles Spiel freuen. Ja, ich meine, wir freuen uns doch riesig darauf, eventuell den Bayern ein Bein zu stellen, dass sie vielleicht dann in Anführungszeichen nur die deutsche Meisterschaft gewinnen. Deshalb, wir gehen da hoch emotional, glaube ich, nach Berlin. Und ja, das wird einfach ein geiler Tag. Und wir freuen uns alle drauf und fahren natürlich nach Berlin. Wir sind schon durch. Ein herzliches Dankeschön an euch, an das beste Publikum der Welt. Heute bei der ersten Live-Sendung von Borussia Dortmund. Goldene Zukunft braucht Vergangenheit. Und deshalb haben wir uns heute über die Saison 95, 96 und halt. Vielen Dank an meine beiden Gäste, vielen Dank an Teddy Bear, an Lars Ricken und uns allen wünschen wir natürlich ein schönes Saisonfinale und natürlich einen Pokalsieg in Berlin. Schön, dass ihr heute hier wart, schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin, tschüss, macht's gut. Vielen Dank, Lars, vielen Dank, Teddy. Ja. Tschüss.